klassische Instrumente und Live-Elektronik, Klanginstallationen und Konzerte. Diese Vielfalt experimenteller elektronischer Musik fördert das ZKM schon zum 9. Mal mit einem Preis. Herzlich willkommen zum Gigahertz-Preis 2016. Der Gigahertz-Preis beauftragt seine Preisträger, neue musikalische Werke zu erschaffen und so Impulse zu geben. In einem viertägigen Festival präsentierten die 2014 ausgezeichneten Künstler ihre Ergebnisse. Dann wurden die beiden diesjährigen Produktionspreise vergeben. Mit ihnen werden neue Projekte für das kommende Jahr gefördert. In humorvollen Stücken wie Remi Demi und Durch die Blume einerseits verbindet Hui Hui Cheng traditionelle chinesische Instrumente mit ihrer neuen deutschen Lebenswelt. Vorsichtig festhalten. Hui Hui Cheng, Dankeschön. Ganz anders geht Elvira Garevcianova mit ihrem Heimatland um. In ihren Werken tritt die russische Herkunft in den Hintergrund und macht Platz für einen neuen, eigenen Ton. Erstmals vergab das ZKM auch eine Honorary Mention. Daniel Sea Gomez überzeugte die Jury mit einer Musik, die nicht um sich selbst kreist, sondern gesellschaftliche Themen wie soziale Medien aufgreift. Curtis Rhodes gewann den Hauptpreis für sein Lebenswerk. Er gilt als einer der einflussreichsten Komponisten im elektroakustischen Genre. Well, thank you so much. It's a great honor to accept the Gigahertz Prize. I'm very pleased to return to the city of Karlsruhe, a city of culture. Dankeschön. Mit einem Konzert des Hauptpreisträgers endete das Festival. Okay.